So, ihr Lieben, herzlich willkommen zum Talk mit Jörg. Ich habe mir heute mal den neuen Nationalspieler Johannes Goller geholt. Da sprechen wir gleich drüber. Erstmal Glückwunsch. Johannes, zum 33:24 schon wieder zu Null. Also die Serie hinten läuft und hält, oder? Ja, da hast du recht. War zum Glück heute auch mal wieder ein bisschen deutlicher. Ich meine, wir haben das ja auch anders erlebt in den letzten Wochen. Aber es ist natürlich dann schon ein bisschen entspannterer Arbeitstag, wenn man absehen kann, dass es nicht wieder bis zur letzten Sekunde knapp ist und durch einen 7 Meter von Hampus entschieden werden muss. Ist das tatsächlich so, dass man das auch so ein bisschen lockerer, in Anführungsstrichen, angehen lassen kann, wenn man merkt, okay, heute ist tatsächlich der Gegner nicht so stark, dass er uns gefährden kann? Ja, lockerer natürlich nicht, aber der Stress ist weniger. Also ich glaube, man kann mehr probieren, man geht in die ganzen Aktionen ein bisschen ruhiger rein, aber natürlich will man trotzdem dem Gegner da keine einfachen Tore schenken. Habt ihr ja auch nicht, ne? Muss man tatsächlich sagen. Und ihr habt einen richtig guten Job gemacht, du vor allen Dingen. Und dass er dir eine Einladung beschert, Herr Prokop, der Bundestrainer, hat gesagt, den Goller würde ich gerne mal sehen. Ich glaube, geht schon am 5. März, glaube ich, los, ne? Übermorgen? Genau, Dienstag ist Anreise. Ja, das kam ein bisschen überraschend. Vor 2 Wochen ungefähr hat er sich gemeldet, dass er mich einladen will. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass wirklich Nationalmannschaftswoche ist, weil das ja nur Deutschland und die Schweiz betrifft. Aber es ist natürlich schön für mich und eine Ehre, dass ich da mal dabei sein darf. Wie sehr hast du dich geärgert, dass du bei der WM nicht dabei warst, dass du das nicht geschafft hast, in den Kader zu kommen? Also geärgert habe ich mich gar nicht. Das war ja schon mal eine Überraschung, dass ich überhaupt in dem erweiterten Kader war. Ja, du bist ein deutscher Spieler, ne? Das ist natürlich schon mal aller Ehren wert. Und du spielst bei amtierenden deutschen Meister. Ja, natürlich. Aber ich bin jetzt auch erst ein halbes Jahr hier. Das muss man auch sehen. Aber natürlich, wenn das so weitergeht, hoffe ich, dass ich da noch 1-2 Spiele für die Nationalmannschaft machen darf, irgendwann. Das hoffen wir auch. Und wir hätten dann auch wieder einen aktuellen deutschen Nationalspieler hier in den Reihen der SG Flensburg-Handewitt. Was glaubst du, wenn die Saison durch ist, es sieht ja ganz gut aus, dass der Titel vielleicht verteidigt werden könnte. Man muss ja im Sport immer sehr vorsichtig sein. Klar, hat keiner mit gerechnet vor der Saison, aber jetzt so, wenn du siehst, wie die Saison läuft, ist schon irgendwie ein geiles Gefühl, oder? Ja, ich habe das schon von Anfang an gesagt, dass es uns halt auch bestätigt und mehr Ruhe gibt in der ganzen Arbeit, die wir Woche für Woche machen, dass es so gut läuft, von Anfang an so gut gelaufen ist. Und natürlich haben wir dadurch auch Selbstvertrauen getankt und ich glaube, das hat man in den engen Spielen gesehen, dass wir da schon relativ gefestigt sind dafür, dass das so ein Umbruch war im Sommer. Aber natürlich kommen, wie bekannt ist, noch viele schwere Spiele auf uns zu. Und, aber ich glaube, wenn wir so fokussiert in jedes Spiel gehen, wie wir das im Moment hinbekommen und alle fit bleiben, dann haben wir eine Chance, überall zu gewinnen. Dann sprechen wir jetzt noch mal ganz kurz über die Champions League. Seit Sonntag ist klar, es geht gegen Brest. Am Ende des Tages musst du sie schlagen, wie sie kommen. Achtelfinale erst auswärts, dann zu Hause. Was ist Brest für ein Gegner? Hast du schon mal gegen die gespielt? Nee, gespielt habe ich noch nicht gegen die. Aber natürlich jetzt immer mal ein bisschen verfolgt. Auch bei den Spielen gegen Rhein-Neckar-Löwen konnte man das ja im Fernsehen gucken. Ich glaube, das ist eine körperlich sehr starke Mannschaft. Gemischt mit russischen Spielern und Jugos, wie man bei uns so ganz freundlich sagt. Okay. Aber ich glaube schon, dass es auch eine super Mannschaft ist. Also die haben sich da verdient fürs Achtelfinale qualifiziert. Und das wird wieder ein hartes Auswärtsspiel, aber auch ein hartes Heimspiel. Ja. Aber das muss ja auch erstmal gespielt werden. Ne? Ich glaube, 30. oder 31. März ist dann das Rückspiel hier in der Flens Arena. Jetzt ist ja erstmal, nee, du natürlich nicht, du musst zum Lehrgang der Nationalmannschaft, die anderen haben ein bisschen frei. Was würdest du machen, wenn du nicht zur Nationalmannschaft müsstest? Also wie nutzt du so freie Zeit? Klar, ihr müsst trainieren, aber es ist nicht ganz so intensiv wie im Spielbetrieb, oder? Nee, ich glaube, dass das also vor allem den Nationalspielern gut tut, mal ein paar Tage für den Körper, für den Kopf runterzukommen. Wie ich das gemacht hätte, ist eine gute Frage. Habe ich mich jetzt nicht so mit beschäftigt, aber natürlich, wenn dann mal 2, 3, 4 Tage frei sind, dann fährt man schon gerne mal zur Familie. Aber sonst fühle ich mich auch hier in Flensburg wohl und da gibt es auch immer was zu tun. Gerade noch die Kurve gekriegt, aber ist so, dass die Familie schon fehlt und auch die Freunde und die bekannte Umgebung. Ich meine, klar, Flensburg wird jetzt so auch ein bisschen deine zweite Wahlheimat, sage ich mal. Aber zu Hause ist halt auch zu Hause, ne? Das stimmt, ja. Ich war vorher mit Kassel knapp 200 Kilometer entfernt von zu Hause. Da war es natürlich eher schon mal möglich, runterzufahren. Aber es ist nicht schlecht. Man freut sich nur umso mehr, wenn man nach Hause kommt. Okay. Lass uns mal ganz kurz noch mal ganz weit nach vorne gucken. Also wenn die Saison durch ist, man hat ja für sich selber vielleicht auch innerlich so eine kleine Titelliste, die man vielleicht abhaken möchte. Wie viele, sag ich mal, Pokale halten wir dann hoch am Ende der Saison? Hast du da für dich mal schon mal Gedanken darüber gemacht? Nee, so eine Liste habe ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht fängst du mal eine an. Vielleicht fange ich eine an, das kann ich mir mal überlegen. Also die Meisterschaft ist ja greifbar, muss man ja wirklich sagen. Also das keine Frage. Entscheidet ihr, glaube ich, selber. Ich glaube, es ist klar, dass in der Champions League noch ziemlich viele Spiele zu spielen sind oder auch ziemlich starke Gegner kommen, um da nach Köln zu kommen. Aber wie gesagt, wir haben alle Möglichkeiten und wie du sagst, in der Meisterschaft stehen wir bis jetzt optimal da. Sonntagsspiel, 16 Uhr Anwurf, jetzt ist frei. Wie geht's weiter für dich? Also regenerierst du, gehst du mit irgendwie Kumpels nochmal los, mit deinen Jungs hier aus der Mannschaft oder ganz ruhig zu Hause, Tatort gucken vielleicht?
Ja, das hört sich gut an. Also jetzt erstmal duschen, was essen. Und duschen kann ich empfehlen. Also ist ein bisschen schwitzig auch, aber finde ich gut. nee, danke, Johannes. Jetzt erstmal hier runterkommen und dann entspannt nach Hause fahren und dann mal gucken. Kannst du runterkommen? Ich weiß von Holger Glanow zum Beispiel, wenn der tatsächlich gespielt hat, heute hat er ja mal frei gehabt, wenn der spielt, der braucht halt auch einen Augenblick, bis er runterkommt. Ist bei dir genauso? Also ist der Kopf so voll Adrenalin und man geht das Spiel nochmal durch? Ja, natürlich. Also das beschäftigt einen schon noch ein paar Stunden. Jetzt mit dem früheren Spiel geht das. Wenn es dann wirklich 19 Uhr ist, dann kann es schon mal später werden, bis man einschläft. Aber jetzt hat man ein bisschen Zeit, runterzukommen, bis es dann ins Bett geht. Dann wünschen wir dir viel Spaß nachher beim im Bett sein. Wir sagen danke, das war's. 33:24 SG Schlicht Lemgo und bleibt weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze. Tschüss, Johannes. Tschüss, Jörg. Bis zum nächsten Mal.